Sul, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Sims-Folge, zu einer heute etwas kürzeren Sims-Folge. Es läuft momentan alles noch ein wenig anders. Es muss sich erstmal noch alles wieder finden. Habt ihr vielleicht ja auch schon mal Fabi mitbekommen, dass auch er noch nicht wieder so ganz auf dem Dampfer ist? Denn, ja, es ist natürlich, selbst wenn man sich getrennt hat, weil viele ja auch immer fragen, seid ihr getrennt? Ja, wir sind getrennt schon eine ganze Weile, aber räumlich getrennt jetzt erst seit Samstag. Und ja, selbst wenn man sich sicher ist, dass es der richtige Schritt ist und der einzig sinnvolle Schritt, ist das natürlich nach so langer Zeit trotzdem nicht einfach, da wir ja wirklich 8 Jahre zusammen waren und von diesen 8 Jahren auch 6 Jahre gemeinsam gewohnt haben. Da geht das natürlich so oder so niemals spurlos an einem vorbei. So, und deswegen heute ein klein wenig kürzer. Herbst haben wir ja, wie gesagt. Was haben wir hier morgen? Lotterie. Ein Lotterielos kaufen. Okay, das ist natürlich geil. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Das heißt noch nicht gemacht. Konnten wir noch nicht machen. Wir hatten ja noch nicht diesen Tag. Aber ich meine, ich hatte es noch nicht gelesen. Da machen wir definitiv mal mit. Moment, ich habe eine Mücke auf dem Schreibtisch. Ich mag keine Mücke da haben, wo ich mir die Arme ablege, weil dann lege ich die Arme auf die Mücke und dann habe ich eine gequetschte Mücke am Arm. Das ist dezent fies. Zum einen ist dann die Mücke platt, zum anderen habe ich dann die Teile der Mücke am Arm kleben. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Sagen wir, es ist für beide eine nicht unbedingt tolle Situation. So. Warum liegt da eigentlich schon wieder Müll rum? So, bitte hier einmal den Mülleimer aufheben und den Müll packen wir da rein. Ach stimmt, der Kühlschrank war ja putt. Da war ja was. Fällt mir auch gerade wieder ein. So, wir haben es schon ziemlich spät. Wir sollten definitiv Mary ins Bett schicken, denn sie muss ja morgen in die Schule. Er will sich jetzt auch hinlegen. Warte mal bitte erstmal noch ab. Geh du erstmal noch hier unten aufs Klo. Oben geht ja gleich Mary. Und dann kannst du dich hinhauen, ja. Und sie sowieso. So. Oh, Bunny ist unterwegs. 3, 2, 1, Vollgas, faszinierend. Bunny scheint Experimente bezüglich der für eine Flucht aus einer Behausung notwendigen Geschwindigkeit durchzuführen. Oha. So, der Rabatttag war grauenhaft. Der Feiertag-Rabatttag hat den Erwartungen von Jordan nicht entsprochen. Sie hat zu wenige Traditionen befolgt, die sie mag. Vielleicht nächstes Jahr. Das gleiche bei Jared. Ja, wir hatten halt nichts, was wir jetzt gerade hätten kaufen müssen. Man muss ja dann auch nicht nur was kaufen, zwingend, weil halt gerade was günstig ist. Wenn man nichts braucht. So, sie hat Hunger. Dann mach doch hier erstmal deine Morgenroutine. Guck mal hier, 6 Uhr, das passt sogar halbwegs. Und dann eine schnelle Mahlzeit essen. Nimm dir einfach ein Joghurt zum Frühstück. So, ja. Lissy müssen wir definitiv mal baden. Das könnte eigentlich auch schon unser guter Jared machen. Aufmerksamkeit niedrig, Aktivität niedrig. Ja, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Zieh dir mal was an. Oh, jetzt hat er sich... Warum hat der Elfenohren, wenn der ausgezogen ist? Na gut, ich wollte ihn sowieso nicht ausziehen. Ich wollte ihm nur was anderes anziehen. Und dann bitte mal Lissy baden. Und dann möchte ich trotzdem dann immer noch versuchen, dass wir hier mal irgendwie Welpen machen können mit den beiden. So, komm mal mit. Mary muss in einer Stunde in der Schule sein. Das ist kein Thema. Bis dahin ist sie locker. Nee, warte mal, jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass die Hunde beide dreckig sind. Das ist doch schon wieder mies. So, jetzt ist er sauber. Und jetzt spielt er da direkt schon wieder drin rum. Kannst du ihn mal bitte bestrafen? Über spielenden Pfützen belehren. Das macht man nicht.
also. Moraba. Aber. Niva. Ich biete dir trotzdem die Freundschaft an. Die beiden kannten sich ja noch nicht so gut. Ein Leckerchen, da freut sich der kleine Mann. So. Sie geht jetzt. Jordan muss auch in der Stunde arbeiten. Das heißt, sie sollte sich definitiv auch mal eben noch unter die Dusche schmeißen, weil sie ist nicht mehr ganz so sauber. Und sie könnte sich ein Lunchpaket machen für die Arbeit. Lunchpaket zubereiten, mach dir doch ein, Thunfisch-Salat-Sandwich, ist richtig geil. Ja, mach dir das doch auch mal. So, er ist auch gerade am Kochen. Wenn du gekocht hast, dann wäre es supi cool, wenn du mal das Ding da reparieren könntest. Ja, und wir haben jetzt noch gar nicht den Lotterietag. Der ist ja jetzt erst Mittwoch. Wir haben ja jetzt erst Dienstag. So, dann futter auch was. Ach Gott, er muss auch schon in der Stunde bei der Arbeit sein. Dann isst jetzt schnell was, dann kriegst du vielleicht noch... Oh. So, Level 5 der Fähigkeit Logik erreicht. Jared bekommt beim Reparieren nun nicht mehr so schnell einen Elektroschock. Außerdem kann er Basisverbesserungen an Küchenobjekten vornehmen, am Schreinertisch große Skulpturen herstellen und bei anderen Sims mit seiner Geschicklichkeit prahlen. Natürlich, das ist ja auch das Wichtigste ever. So, das schmeißen wir jetzt einfach mal weg, ohne vorher Teile rausgesucht zu haben. Wenn du es noch irgendwie zeitlich schaffst, noch aufwischen. Nee, schafft er erstmal nicht mehr. Wie sieht es jetzt bei ihm eigentlich aus? Er hat doch hier, glaube ich, die... Ja, nee, Tagesaufgabe nicht begonnen. Ja, super. Aber... Oh, guck mal, es wird langsam schon wieder so... So urselig draußen. So ungemütlich. Gutachterbot 2000. Jordan erfährt mit Schrecken von Gutachterbot 2000, einem Gerät, das Pinselstriche, Farbcharakteristika und 56 weitere wichtige Elemente untersucht, um dann in weniger als 30 Sekunden ein Gutachten auszuspucken. Jordan kann sich entweder öffentlich über das Gerät auslassen oder die kostenlose Demo des Gutachterbots 2000 ausprobieren. Probier doch mal aus. Jordan scannt eines ihrer Gemälde und der Gutachterbot 2000 spuckt schnell ein sehr unschmeichelhaftes Ergebnis aus. Das Gerät ist ganz offensichtlich kaputt. Glücklicherweise wird es sich nicht durchsetzen. Siehste? Hätte sie dann nämlich rumgemeckert und gemotzt, dann hätte es geheißen, die hat doch was zu verbergen, deswegen motzelt sie da so rum. Unsere... Oha, guck mal, jetzt wird das langsam alles wirklich... Der hier scheint immer grün zu sein. Jetzt wird es langsam richtig rot und gelb hier. Und unsere Blumenbeete werden auch langsam wieder hässlich. Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Dass du hässlich bist, das muss ja nicht sein. Oh, Bunny hat ein Buch geschrieben, oder was? Der Billardtisch. Ah ja, hier, das ist das wieder mit dem Pausenraum. Der Billardtisch schien eine gute Idee zu sein. Es war schon immer der Traum von Jared, ein Unternehmen mit einem Billardtisch zu gründen. Doch jetzt verbringt sein Team etwas zu viel Zeit im Pausenraum und nicht genügend Zeit an den Schreibtischen. Jared kann den Tisch entweder zu Geld machen oder mit seinen Mitarbeitern Regeln aufstellen. Dann verkaufen wir den Tisch diesmal. So, was haben wir hier von Bunny? Das Werk Redundante Nagerrealitäten, das Leben und Wirken von Bunny, des unter dem Pseudonym Stephen Red King schreibenden Autors, stürmt weiter die Bestsellerliste der Sun My Shuno Times. Der Verlag Printed Arts zahlt dir mit Freunden die Tantiemen aus und wartet bereits gespannt auf Stephens nächsten Roman. Okay. Nun, der Tisch stellt kein Problem mehr dar, doch um die Aussprache mit seinem Team kommt Jared nicht herum. Als sie wissen wollen, warum er nicht einfach etwas gesagt hat, büßt er die Loyalität seiner wichtigsten Mitarbeiter ein, die dorthin gehen, wo bessere Bedingungen herrschen. Eine kleine Leistungsverschlechterung, das letzte Mal haben wir sonst immer eine mittelgroße Leistungsverschlechterung gehabt. Ach ja, Jordan hat ja bald Geburtstag. Stimmt! Übermorgen, ne?
Jo, übermorgen. Eieieiei. Gib es doch nicht. Ja, hau mal richtig rein hier. Arbeite mal ein bisschen fleißiger. Sie wollte ja auch gerne nochmal befördert werden. Dann kann sie auch noch ein bisschen fleißiger arbeiten, weil ihre Leistung ist ja schon echt gut. Und das hat sie auch abgeschlossen. Kann sie überhaupt nicht? Sie wäre schon auf der höchsten Stufe. Nee, 8 ist sie erst. Gut. Und hier kann ich die Regenschirmfarbe einstellen, habt ihr mir gesagt. Oh, das ist ja nice. Jordan kriegt den. Blätterrechen. Das rächt sich irgendwann. Oh, oh, oh. Aber eigentlich braucht sie das ja jetzt gerade nicht. Warte mal. Outfits. Outfit ändern. Das ist ihr Schlechtwetter-Outfit. So, bitte einmal die Blätter rächen. Oh, da wächst eine Müllpflanze. Wir können die jetzt erforschen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Was tut sie denn jetzt? So. Zufriedenstellende Leistung erbracht. Das ist gut. Wir könnten hier natürlich auch irgendwas mitbringen. High Society. Was ist denn die High Society Gruppe? Für Jordan? Das passt eigentlich nicht wirklich. Was macht sie denn jetzt, wenn sie das Ding erforscht? Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, guck mal, jetzt hat sie den. Jordan hat Müllpflanze recherchiert und das Notizbuch aktualisiert. Okay, da können wir dann lesen, was dabei dann rumgekommen ist. Sag mal, warum rächt sie denn jetzt draußen immer? Nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Arbeite weiter daran. Übung macht den Meister. So, die Verantwortung steigt und die emotionale Kontrolle sinkt. Demnach müsste sie echt langsam komplett unkontrolliert sein. Und Jordan scheint keinen Regen zu mögen. Kopf hoch, Jordan. Ich mag auch keinen Regen. Ich bin nicht so der Regenmensch. Hast du ein Glück, dass es schon wieder aufgehört hat zu regnen? Muss aber auch einiges zusammengehakt werden. Vielleicht sollten wir mal ein paar Bäume fällen. Ist die einfachste Möglichkeit, ne? Nöch war nöch nöch. So, einmal bitte Outfit. Outfit ändern. Du könntest dir auch mal was für draußen anziehen. Oh, wir haben für draußen, haben wir hier für ihn nur so ganz eisekalte Klamotten. Also so fürs ganz kalte. Ja, dann mach einfach mal so jetzt in den Klamotten, würde ich sagen. Huch, nein, ich wollte nicht auf ihn wechseln. Ich wollte hier die beiden... Hallo, Kamera, was ist los mit dir? Hör auf rumzukacken. Jetzt wollte ich ein schönes Bild machen, wie die beiden hier nebeneinander arbeiten. Und da ist der romantische Blätterhaken-Moment schon wieder vorbei. Ich glaub das ja nicht. Hä? Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, für heute war's das. Ich verabschiede mich, wie das aussieht. Ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge Sims 4. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!